Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play zum Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, ich habe mich durchgerungen, jetzt doch nochmal ein Let's Play zu starten. Weil es einfach ein cooles Spiel ist. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Sieht aus. Sieht aus wie so ein kleiner alter Schweinestall. Also, wir haben uns auf jeden Fall auf die Wasselmap 2017 verirrt. Wir können uns die gerade mal anschauen. Moment, ja, genau, passt alles. So, die Wasselmap. Hier ist unser Hof. Was ich total toll finde, ist, dass hier doch nicht die Schafe am Hof sind. Hä? Also, ich war der Meinung, dass alles bei uns am Hof ist. Hier sind die Schweine, das Kuh, Huhn, aber Schaf ist hier. Wenn das stimmt, ja, das stimmt. Und irgendwie, hallo? Stehe ich hier im Baum? Was soll denn das? Hallo? Nein, das ist ja Kacke. Warum denn? Gucken wir mal, dass man irgendwie zu den Schafen kommt. Kommt man da durchs Gestrüpp durch? Ja. Hier sind also die Schafe. Und da steht auch noch Gerät rum. Also wir haben hier so viel Gerätschaften. Hier kommen... Ah doch, sind wir drüber gekommen. Hier sind wir aber. Hä? Okay, die Schafe sind hier. Aber das hier ist schon die Mühle. Und ich glaube, genau hier gibt es nämlich Öffnungszeiten. Ja, das heißt, wir können nicht einfach irgendwann unsere Sachen, die wir produziert haben, anliefern, sondern wir müssen uns an die Öffnungszeiten halten. Das finde ich schon mal ganz nett. So, aber dann, ja, was gibt's hier denn noch? Hier gibt's noch eine Tankstelle. Die Raiffeisen-Tankstelle. Der kostet gerade 1,04 Euro. Den Preis müssen wir ein bisschen im Auge behalten, weil es gibt hier Schwankungen. Ja, und wir können unser Fass am Hof, damit dann auffüllen. So, ich will noch ein bisschen gucken. Hier gibt es die Spinnerei. Backbusche. Okay. Strohölkos. Nordzucker. Das Holzwerk. Was haben wir hier? Bahnhof. Bahnhof ist cool. So, und dann haben wir hier noch eine Biogasanlage. Landhandel. Bettmann. Okay. Da gibt es noch eine Tanke. Gibt es ja auch einen Preis. Ja, hier. 1,3, der ist sogar günstiger. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz wissen. Ja, die Aral ist pleite gegangen. Hä? Ja, mit den Preisen will da auch keiner was kaufen. Nein, das gehört nicht uns. So, aber jetzt haben wir eigentlich genug mal von der Map gesehen. Ich habe noch keine Ahnung, wo die ganzen Sachen drin stehen. Ich mache hier mal einfach alles auf. Da hinten stehen noch zwei Anhänger. Also wir haben einen Haufen an Equipment. Nee, warte. Alter. Wir haben hier zwei. Wir haben hier vier Anhänger. Was ist denn hier los? Und wir haben nur... Also hier, die 6 haben wir und die 17. Und die 19 gehört auch noch uns. Und die 30 auch. Und die 47 auch. Boah, Alter. Gleich zu Beginn 5 Felder.
Ich habe keine Ahnung, wie ich die alle bewirtschaften soll. Gekrupper Zinse, gepflügt nicht. Dann ist das unser erster Auftrag. Guck mal, wir haben hier einen Pflug, ja. Aber... Warte mal, können wir hier... Nee. Das Tor geht leider nicht von innen auf. So. Ich habe eine Idee. Keine Ahnung, wo ich hier langfahren muss. Ich werde mir erstmal anderes Equipment besorgen. Wo fahre ich denn hin? Ist alles irgendwie hier sehr klein gehalten. Der Truck hier, der Traktor gefällt mir sehr gut. Na? Ja, ich möchte doch dieses Teil da verkaufen. Muss ich das ganz rein ballern oder was? Kaufen, okay. Gut. Hä, aber wie komme ich denn hier wieder raus? Muss ich hier durchfahren? Hier ist schon mal unser Silo, das ist toll. Ich schau mal grad, was wir da eigentlich alles an Equipment haben, weil eigentlich könnte ich es auch hier verkaufen. 280 PS ist das größte. Eine Ballengabel, okay, das macht alles Sinn. Den hier braucht man eigentlich nicht, oder? Ah, doch. Okay. Gut, dann müssen wir mal gucken. Das hier braucht man. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Wir verkaufen den hier und den hier auch, oder? Ja. Gut. So, dann haben wir hier einen Grupper. Den verkaufen wir auch. Und dann haben wir hier zwei Sämaschinen, oder was? Drei sogar. Kartoffeln wollen wir nicht, verkaufen wir. Sämaschine 3 Meter, beide 3 Meter, also so ein Schwachsinn. Wird alles verkauft. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Jetzt Bienenhäuser, Tomaten. Ey. Was hier schon alles steht, das ist ja. Okay, ich meine. Die muss ich ja jetzt erstmal nicht. Eine Windkraftanlage gehört auch uns. Eine Picknickhütte, okay. Ist ja alles wurscht. Aber das passt schon mal. So, jetzt brauchen wir nämlich einen gescheiten Pflug. Zumindest den hier. Aber ich habe, glaube ich,
Was habe ich? Ein 280 PS Traktor. Der 280. Na, da können wir auch einen größeren nehmen. Was braucht denn der? 300? 240. Na, ich glaube, ich nehme mal den hier. Okay. Gut, dann brauchen wir noch eine Sämaschine. Dann nehmen wir natürlich gleich eine, die auch kruppern kann. Bietet zudem direkt Saat. Kein vorheriges Kruppern oder Pflügen notwendig. Ja? Sowas brauchen wir. Aber dann ist unsere Kohle auch gleich wieder weg. Ja, die kann das auch. 6 Meter. 6 Meter, 9 Meter. Ja, die kann auch direkt danach düngen. Das ist eigentlich besser. Okay. Gut. Jetzt haben wir. Jetzt brauchen wir noch was zum Düngen. Die Feldspritze. Oder ein Düngestreuer. Er kostet aber auch so viel. Dann machen wir den billigen. So. Jetzt sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Denke ich zumindest. Wir haben noch zwei Anhänger. Das passt alles. So, und nämlich unser Silo ist voll. Ist pickepacke voll. Die Preise hier sind unglaublich. Hier Raps für 3000. Also das wird unsere erste Mission. Warum kann ich... Hier gibt es kein GPS. Das ist ja doof. Das werde ich als erstes machen. Muss erstmal die Anhänger suchen. Hier sitzt man aber hoch. Hier können wir Futter mischen. Oh. So. Generell zu diesem Let's Play muss gesagt werden, es werden 20 Minuten Folgen, allerdings ohne offensichtlichen Cut. Beziehungsweise ich werde einfach aufnehmen und nach 20 Minuten wird automatisch den Cut gesetzt. Das heißt, ich spiele einfach mal durch. Ja, genau. Ich spiele einfach durch. So. Den Raps wollte ich haben. Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Aber einfach Bock darauf, so ein Let's Play zu machen. Ja, hier nochmal Raps drin. 3800 müssen wir uns auf jeden Fall sichern. Landhandel. Bettmann. Zum Hof raus und dann links. Okay. Oh. Ich hoffe mal, dass wir da nicht so viel rangieren müssen. Ja, dann gucken wir mal. Ich hab keine Ahnung, wo der Ausgang ist. Ah, hier, okay. Kann mal gucken, ob hier... Ne, nix drin. Einmal zum Landhandel.
Schauen wir mal, was die Ladung bringt. 40.000. Mal 3. Fast mal 4. 160.000. Das ist schon ordentlich. Ich werde auch probieren, so wenig wie möglich zwischen den Fahrzeugen zu springen. Lässt sich aber nicht immer vermeiden. So, wo muss ich denn jetzt? Hier ist eine Waage. Gucken wir mal, was wir hier wiegen. Ey, das kann nicht sein. Die bescheißen mich. Muss ich jetzt wirklich da hochfahren? Ja. Ja, das war jetzt ein bisschen ungeschickt. Und warum lädt der hinten ab und der andere an der Seite? Muss man nicht verstehen, die Technik. So, gut. Haben wir gleich mal ein bisschen Kohle verdient. Warum ist denn das Feld aus? Hä? Also die 17. So, auf jeden Fall war das eine gute Aktion. Hat uns gefallen. Dann können wir ja wieder nach Hause. So, warte mal. Feld 6 liegt hier, glaube ich. Muss mal kurz hier nachgucken. Ja, das hier ist Feld 6. Da müssen wir gleich mal einen Flug holen. Dann müssen wir das Feld pflügen. Weil anders werden wir hier nicht vorwärts kommen. Es ist immer noch so, dass ich richtig Bock habe, den LS17 zu spielen. Deshalb zocke ich das eigentlich im Moment wirklich hauptsächlich, sonst eigentlich nichts. Ja, jetzt hätte ich fast unsere Einfahrt verpasst. Ich soll ja auch nicht am Lenkrad Tee trinken. Stellen wir mal die Anhänger wieder weg. Die lasse ich jetzt aber mal hier stehen. So. Dann gucken wir mal. Den roten Traktor habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ja, hier steht er. Der hat Pflegebereifung drauf. Okay. Wohl den Pflug haben. Holen. 70.000, da hätten wir uns auch eigentlich gleich gescheites Equipment kaufen können. Beziehungsweise. Lass mich gerade mal überlegen. Sollen wir nicht vielleicht sogar noch was ganz anderes machen? Sollen wir nicht? Ich bin wirklich am Überlegen.